Genau, besten Dank. Ja, es freut mich auch, dass ich hier sein darf. Ich werde diese Grundthese, die am Anfang von Herrn Meyer kurz erwähnt wurde, wo man sich in der AGUR offenbar einig ist, nämlich, dass es schwierig, wenn nicht unmöglich ist, Geschäftsmodelle zu bauen, wenn es Gratisangebote gibt. Diese These möchte ich ein bisschen in Frage stellen, weil eben im Netz sehr vieles halt eine Mischrechnung darstellen muss. Und ich werde Ihnen ein paar Beispiele zeigen, wo es eben gerade mit Gratis zu sehr viel finanziellem Erfolg geführt hat. Und dass es in der Schweiz noch nicht so weit ist, dass wir diese Beispiele haben, liegt vor allem daran, dass die meisten Kulturschaffenden, die hier tätig sind, halt noch nicht so weit sind und mit diesen Modellen arbeiten. Trummer und ich haben das kürzlich diskutiert, der kann mir das sogar bestätigen. Von dir persönlich, genau. Ich will vielleicht noch vorausschicken, dass ich tatsächlich auch weiß, wovon wir sprechen. Ich bin nicht einfach irgend so ein Kulturspinner, Visionär, der im Internet lebt und das Gefühl hat, alles muss gratis sein und nicht weiß, wie es den Künstlern geht. Ich selbst hatte in den 90er Jahren eine Band hier, die Familie Trüb, und wir hatten einen Plattenvertrag mit EMI, wie Sie hier sehen können. Und wir waren nicht unerfolgreich. Wir haben zwei Tourneen mit über 100 Konzerten in der Schweiz gemacht, jeweils vorausverkauft im Kleintheater in Luzern drei Wochen lang, in St. Gallen am Open Air gespielt, in Montreux in der Miles Davis Hall gespielt und in jedem namhaften Schweizer Fernsehprogramm sind wir aufgetreten und wir haben unsere CDs verkauft und wir haben mehr oder weniger nichts damit verdient. Weil das schon immer so war. Man kann mit CDs, oder früher hatte man kein Geld damit verdient und heute ist es halt auch noch so, es gibt andere Möglichkeiten. Und es gibt natürlich Bands, die Geld verdienen mit CDs, ab einer gewissen Menge. Aber bei den allermeisten ist es eben so, dass der wesentliche Anteil von Einnahmen woanders herkommt. Was noch ein wichtiger Aspekt ist, unsere Aufnahme hat damals sehr viel Geld gekostet. Wir mussten unser alles wenige Geld zusammenklauen, um die erste Aufnahme selbst zu finanzieren, für mehrere 10.000 Franken in einem Studio, das heute mit einer App, die man für 20 Franken downloaden kann, erledigt werden kann. Und das ist der Grund, warum es so viele Bands gibt und so viele Musik. Die Produktionsmittel sind demokratisiert worden. Es heißt nichts anderes als, wir haben heute viel mehr Wettbewerb. Das ist das Problem und nicht die Piraterie. Und ich werde Ihnen zeigen, dass man trotz diesem Problem eine unglaubliche große neue Möglichkeit hat, neue Chancen hat, um diese umsetzen zu können. Es findet heute ein Paradigmenwechsel statt, und zwar grundsätzlich, wie wir Musik produzieren oder Kultur produzieren, wie wir sie vertreiben, wie wir sie monetarisieren, wie wir sie konsumieren, alles ändert sich. Und natürlich ist es so, dass es Leute gibt, die das nicht wahrhaben wollen. Ja? Das ist klar, es gibt immer die, die sich im alten Nest bequem gemacht haben und jetzt alles daran setzen, dass es nicht ändert. Aber die werden das nicht aufhalten können. Der Witz ist, dass wir uns im Moment in der Schweizer Kulturszene auf die falschen Probleme konzentrieren. Die AGUR 12 setzt sich hin und diskutiert vor allem das Problem der Piraterie. Das sehen wir hier in der Medienmitteilung des EOPD zum Start der AGUR 12. Die Realität ist aber die, meine Damen und Herren, von den meisten Inhalten, die von Schweizer Kulturschaffenden produziert werden, gibt es keine Kopien im Netz. Und zwar ganz einfach darum, weil sich niemand dafür interessiert. Das ist das Problem. Ja? Die meisten Inhalte von Schweizer Kulturschaffenden werden nicht und wurden nicht durch den Verkauf von Kopien und der Datenträger finanziert, sondern durch eine Kombination ganz vieler verschiedener Geldquellen. Das war schon immer so. Es gibt nicht das Geschäftsmodell der Zukunft. Und es hat es früher auch nicht gegeben. Es war immer so, dass ein Kulturschaffender ganz verschiedene Geldquellen anzapfen musste, um davon leben zu können, wenn er überhaupt so weit gekommen ist, dass er von seinem Kulturschaffen leben konnte. Die meisten Inhalte der Schweizer Kulturschaffenden sind für die Schweizer Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das ist das Tragische, meine Damen und Herren. Das meiste können wir gar nicht konsumieren. Da werden Dokumentarfilme produziert, die hervorragend sind. Die können wir einmal im Xenix abends spät anschauen bei einem Bier. Nachher können wir sie noch nachts um 2 auf Arte sehen und auf SF2. Und dann wird die Büchse nach Lausanne geschickt und dort versauert sie im wahrsten Sinne des Wortes, ohne dass die Schweizer Menschen diese Kultur überhaupt konsumieren können. Das Netz bildet eben eine neue Grundlage für die Verbreitung dieser Kultur. Und wenn wir die Kultur in der Schweiz fördern wollen, dann müssen wir mit dem Netz gehen und nicht gegen das Netz. Und das Netz ist nun mal die Mutter aller Kopiermaschinen. Damit müssen wir leben lernen. Im Internet ist das reichlich vorhandene Gut, die Informationen, kulturelle Produktionen. Es herrscht eine Inflation. Wir werden überrollt, überflutet von solchen, von kulturellen Produkten. Überall ist die Konkurrenz, die mir meine Aufmerksamkeit heischt. Und das ist das Problem der Kulturschaffenden.
Aber es gibt etwas, das ist rar, das Gut der Aufmerksamkeit. Und darum zu kämpfen, darum geht es. Und wie schaffe ich diese, wie finde ich und wo finde ich die Aufmerksamkeit? Im Netz. Dort geht die Verbreitung der Kultur via Hyperlink. Dieses Wort, das immer noch ein bisschen komisch klingt für die meisten, muss man sich klar sein, das ist das wichtigste Element des Netzes. Der Link, der führt zu allem hin. Der führt zu Geld, der führt zu Ruhm, der führt zu kultureller Produktion. Der Link ist das Element. Wenn jemand etwas auf Facebook teilt, dann ist das ein Link zu diesem Produkt. Wenn jemand einen Tweet macht, dann macht er einen Link zu diesem Inhalt. Und der Link, der verteilt sich eben über das soziale Netz. Und je mehr Eintrittspunkte Sie schaffen mit Ihrem kulturellen Produkt, desto größer steigt die Chance, dass Ihr Link eben verteilt wird und Sie am Schluss was machen können. Und jetzt komme ich auch, was man machen kann. Vielleicht noch ein wichtiges Wort. Die kulturelle Vielfalt, wie so immer betont wird durch die bösen Raubkopierer, die da bedroht sei, die muss man einfach heute feststellen, die hat sich in den letzten 15 Jahren ver-x-facht. Es hat noch nie so viel Kultur gegeben, noch nie so viele Bands zum Beispiel, noch nie so viele andere Künstler wie in den letzten 15 Jahren. Ich habe selber als sehr intensiver Musikkonsument das alles beobachten können. Wie gesagt, das offene Internet bringt Ihnen ganz viele neue Möglichkeiten, das können Sie dann selbst lesen. Sie haben da die Dinge dabei. Hier ein paar Beispiele. Alex Day, das ist ein Typ aus den UK, der macht keine Konzerte. Der hat keinen Vertrag mit irgendeinem Label, sondern der macht einfach Videos auf YouTube und verkauft damit aber nicht einfach, er kriegt nicht einfach Geld von Google, sondern er verkauft zu Hunderttausenden Songs danach auf iTunes und anderen Kanälen. Der baut sich seine Fan-Community auf, indem er YouTube-Videos macht. Das geht nicht für jede Band, ist mir klar, aber es kann auch nicht jede Band Platten aufnehmen. Es ist nicht immer dasselbe, es kommt darauf an, was man für Kultur macht. Aber wichtig ist hier zu sehen, es ist möglich, und es gibt nicht nur dieses Beispiel natürlich, ich bringe jetzt Ihnen einfach ein paar, es ist möglich, dass man ohne, dass man irgendwo angeschlossen ist, zu mehreren hunderttausend Dollar Einnahmen kommt, und zwar indem man die Musik gratis ins Netz stellt. Das ist der Witz. Was der hier macht, ist dann die Musik gratis ins Netz stellen. Und übrigens, das machen die meisten Musikschaffenden auch. Also wenn dein Kollege, der Ivo zum Beispiel, erzählt, er wolle ja nicht, dass man das heute nicht gratis ins Netz stellen will. Er will nur nicht dazu gezwungen werden. Und vor allem wolle er das selbst nicht tun. Das sei nicht gut für seine Musik. Dann kann ich nur entgegenhalten, trotzdem lädt er seine Musik auf YouTube hoch. Und auf MySpace und auf all die Plattformen, was jeder Musiker macht die ganze Zeit. Warum tut er das? Weil er Promotion haben will, weil er um das Kulturgut der Aufmerksamkeit kämpft. Wenn er das tut, dann ist das gut. Er muss jetzt nur noch den nächsten Schritt machen und Monetarisierungsmöglichkeiten bieten. Er muss halt auf seiner Website einen Link machen, dass ich den Song gleich kaufen kann. Und zwar einfach und schnell und ohne damit nicht noch, dass noch 70% an Apple geht, sondern möglichst der größte Teil an ihn. Das ist heute ohne Probleme möglich. Man muss sich halt mit diesen technischen Dingen ein bisschen auseinandersetzen. Zweites Beispiel, Amanda Palmer, Crowdfunding. Diese Dame hat eine neue LP machen wollen und hat gefragt, ihre Fans auf einer typischen Crowdfunding-Plattform, ich hätte gerne 100.000 Dollar für mein neues Album. Sie hat in der kürzesten Zeit 1,1 Millionen Dollar zusammen gebettelt. Wie sie das so schön selbst sagt, wenn ihr die TED-Videos schaut von ihr, werdet ihr das herausfinden. Weiteres Beispiel, Störsender Dieter Hildebrandt, den Komiker, Satiriker, kennt ihr wahrscheinlich zum Teil aus Deutschland, hat jetzt einen Online-TV-Sender gestartet. Auch er hat die Startfinanzierung durch Crowdfunding gemacht auf Startnext. In der kürzesten Zeit hat er 150.000 Euro zusammengesammelt, um seinen neuen Online-TV-Sender zu starten. Also seine Sendung, so muss ich sagen, seine Sendung, die dann im Netz läuft. Ein weiteres Beispiel, ein Dokumentarfilm, Leben mit der Energiewende. Ein Film, der vollständig Open Source ist. Ja, dieser Film kann jederzeit gratis angeschaut werden, gratis downloaded werden. Was der Regisseur, der wird auch in Kinos gezeigt, der wird im Fernsehen gezeigt. Was der Regisseur tut, er vergibt Lizenzen an Unternehmen, die in dieser Energiewende arbeiten. Und mit diesen Lizenzen bekommen sie den kompletten Rohmaterial. Also die können nicht nur den Film überall zeigen, sondern die bekommen den kompletten Rohstoff und können den Film wieder neu für sich schneiden, wenn sie wollen, eine neue Version machen, die dann speziell für ihre Bedürfnisse funktioniert. So finanziert er seinen Film. Dann natürlich das letzte Beispiel, das immer noch wichtig zu erwähnen ist, die Self-Publisher, ja? die mehr als 1 Million Bücher verkaufen über Amazon, und zwar ohne, dass sie einen Verlag im Rücken haben. Ja? Und natürlich lese ich das Zeugs auch nicht. Ich gebe Ihnen absolut recht, dass das ziemlich Schrott ist. Ja? Aber trotzdem ist es so,
dass diese Leute einen Weg finden, ihr Produkt zu verkaufen. Und was hier wichtig ist, das funktioniert übrigens nur, Sie können alle Anleitungen lesen, wie werde ich Amazon Kindle Book Millionär, da gibt es alle diese Anleitungen, das Prinzip ist immer dasselbe. Man muss, neben dem Content, den jemand haben will, muss man zuerst gratis ins Netz damit. Erst dann geht das hoch in die Aufmerksamkeit und erst dann kann man verkaufen. Und einfach als Schlussnachwort noch, ich kenne das auch aus meinem Bereich, wo ich arbeite, im Buchverlag, wenn das Zeug auch gratis im Netz steht, trotzdem kaufen die Leute, im Gegenteil, nicht nur trotzdem, sondern man kann mehr erreichen. Die anderen Slides, die lasse ich Ihnen zum Lesen. Ich habe von Anfang an gewusst, dass es nicht reichen wird, aber ich wollte Ihnen noch etwas mitgeben. Ja? Schauen Sie sich das gut an. Schauen Sie vor allem noch, wegen dieser Gratis-Mentalität, die immer wieder kommt, auch diese mehr, wäre dann für ein anderes Mal sehr interessant. Ja? Es ist wieder unglaublich, wie man als Zürich da wirklich Tempo reinbringen kann. Nein, es war wirklich sehr spannend und sehr illustrative Beispiele. Ich möchte gerne noch Fragen runteröffnen. Genau. Ja, lieber Andreas, kennst du auch ein Beispiel von einer kleinen Marktwirtschaft, was funktioniert? Du brauchtest Deutschland und die USA. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe im Moment keine großartigen Beispiele, die ich bringen kann von Schweizer Künstlern, die ich so darstellen kann. Ich bin aber überzeugt, dass ich die noch finden werde. Kein Beispiel? Genau. Okay, das ist ja auch ein bisschen ein Aufruf. Weitere Fragen, Kommentare? Ja, wir haben ein Projekt von Matthias selber. Das ist zwar jetzt gestorben, aber früher hat Matthias diese Ubuntu Swiss Remixes gemacht und ich habe ihm ein bisschen geholfen mit Content. Und diese sind immer noch verfügbar und da sind Schweizer Juwelen drauf. Also es gibt es schon. Also Auflagen ein paar tausend Mal. Okay, vielen Dank, Theo, für diesen Hinweis. Herr Bachmann, ja? Ja, Walter Bachmann, SRG. Wo sehen Sie überhaupt noch eine Rolle für das Urheberrecht aus Ihrer Perspektive? Ich bin nach wie vor, das ist immer schwierig zu sagen, ganz, ganz klar, in meinem Herzen, da haben Sie recht, bin ich ein bisschen Anarchist in dieser Frage, ja. Aber das hat eher philosophische Gründe. Ich glaube wirklich, dass man sich mal grundsätzlich überlegen sollte, ob dieser totale, absolute Eigentumsbegriff der richtige ist in der Sache des Urheberrechts. Aber als politisch denkender Mensch und Praktiker, ja, sage ich Ihnen jetzt, es gibt noch sehr viele Grundsätze für das Urheberrecht und es gibt auch noch viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Wir müssen es nur öffnen und bereit sein, ein paar Dinge, so wie das mein Vorredner sehr gut erklärt hat, anders anzuschauen. Im Wesentlichen will ich nicht das Urheberrecht in Frage stellen, dass der Urheber ist, sein Recht wahrnehmen kann. Ich will eigentlich nur zeigen, dass die meisten Urheber den falschen Feind jagen. Darum geht es mir. Ja? Ich glaube, mir geht es eigentlich darum, wir müssen uns in der Schweiz doch fragen, wenn wir die gesamte Kulturproduktion der Schweiz anschauen, müssen wir uns überlegen, wie viel Geld geht diesen Kulturschaffenden durch die Piraterie verloren. Ich will mal wissen, wie viel ist das? Ja? Weil das ist eine Frage, die mir niemand beantworten kann. Ich habe Ruth Schweiker gefragt, wie viel Geld verlieren Sie durch die Piraterie? Fast jeder bestätigt mir, ja, eigentlich, ich verliere durch die Piraterie nicht viel oder gar nichts, unbedeutend. Wenn es jetzt tatsächlich eine Summe gibt, die wir haben, sagen wir 100 Millionen, ja, dann müssen wir uns danach fragen, und das ist eine Güterabwägung, wollen wir jetzt für diese 100 Millionen die Infrastruktur, die das Internet bietet, zerstören, indem wir zum Beispiel Providerhaftung aufbauen? Ja? Ist es uns das wert? Oder wollen wir diese Kosten, diesen Posten nicht irgendwie anders in Ordnung bringen? Ich sage nicht, dass wir das Urheberrecht vergessen sollen, sondern wir sollten einfach ehrlich uns fragen, was ist unser Ziel und wen jagen wir eigentlich für wen? Weil bis jetzt hat alles, was die Kulturbranche in der Schweiz gezeigt hat, immer mit den Amerikanern vor allem zu tun gehabt und nicht mit uns. Okay, ich habe noch auch eine kleine Frage, nicht Urheberrecht, aber wo siehst du die Rolle der Verwertungsgesellschaften in Zukunft? Die Verwertungsgesellschaften haben weiterhin eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Kollektivgebühren zu verteilen. Dort wünsche ich mir allerdings zwei große, wichtige Änderungen. Das erste ist, die Exklusivität muss weg.
Also zum Beispiel diese Alles-oder-Nichts-Haltung beides Visa. Es ist heute so, dass ein Musiker, der ist entweder beides Visa oder er ist es nicht. Wenn er beides Visa ist, kann er nicht einzelne seiner Werke zum Beispiel unter Creative Commons lizenzieren. Ja? Und diese Dinge müssen verschwinden. Das Zweite ist, wir brauchen auch dort ein bisschen mehr Wettbewerb. Also wenn wir schauen, wie die Verwertungsgesellschaften funktionieren, dann stellen wir fest, dass dort ein Wasserkopf entsteht und dass die großen Gewinner eigentlich, die an diesen Verwertungsgesellschaften die großen Beträge bekommen, dass die entscheiden, was läuft und die anderen nicht. Also wir brauchen einfach mehr Demokratie, auch bei den Verwertungsgesellschaften, und dann haben die weiterhin eine wichtige Rolle. Also darauf muss ich einfach kurz etwas erwidern, nicht weil ich die Verwertungsgesellschaften vertrete, das habe ich schon gesagt, ich vertrete Künstlerinnen und Künstler in den Verwertungsgesellschaften. Erstens stimmt es nicht, was ich gesagt habe, über das Visa. Das hat Visa aber so bestätigt. Das stimmt doch. Aber nicht so. Die Künstler können einen bestimmten Bereich ausnehmen. Sie können zum Beispiel sagen, den Bereich Online, ja, klar. Online-Bereich, den möchte ich nicht. Aber nicht einen einzelnen Song. Da kann ich einen Anteil zum Song. Außerdem auch, man muss auch wissen, das Visa, also das ist eine internationale, die Songs werden international verwaltet. Es gehen etwa 400.000 neue Songs ein pro Jahr. Und der große Vorwurf, den man den Verwaltungsgesellschaften macht, ist eben der Wasserkopf, die großen Administrativkosten. Die Administrativkosten, wenn man das so machen würde, man sucht Lösungen ab. Das habe ich gerade heute, ich habe gewusst, dass das kommt, habe ich gerade heute mich erkundigt bei den Rechtsdiensten von Swissa und Swissperform, dass sie im Moment dran sind, Lösungen zu suchen, aber dass die einfach eine Erhöhung der Verwaltungskosten zur Folge haben werden. Und das ist also immer das, was in den Urheberrechtsgesellschaften auch von uns Künstlern vorgeworfen wird. Das ist einfach das Problem. Und wenn man es machen kann ohne Verwaltungskostenaufwand, dann sind wir sofort dafür, dass man das macht. Und auch das Visa und die wir das machen. Die Demokratie innerhalb der Gesellschaften ist so, jedes Mitglied hat eine Stimme. Es kommt überhaupt nicht darauf an, wie viele Songs und wie viele Einnahmen es hat, sondern jedes Mitglied ist eine Genossenschaft. Jedes Mitglied hat seine Stimme und kann an einer Genossenschaftsversammlung seine Einwände bringen. Und das wissen wir, dass das halt relativ schwierig ist, aber es gibt relativ selten solche Einwände. Das ist schade. Also ich kann Ihnen sagen, ich teile ganz vieles, was Ihr Vorredner und Sie gesagt haben. Man muss neue Lösungen suchen und finden, aber so ganz einfach ist es eben nicht. Also was ist denn ein Komponisten, der nur komponiert? Der ist halt einfach kein Interpret. Was passiert denn mit seinen Werken, wenn er im Prinzip, er kann es nicht über Konzerte kompensieren? Nein. Und so weiter. Es gibt eine ganze Rattenschwanz von Problemen, die muss man diskutieren. Und ich bin einverstanden, man muss sicher nicht sich verschließen im Internet und sicher nicht irgendwo verhindern zu versuchen. Aber was man einfach hindern muss, und da sind wir ganz eindeutig der Meinung, ist, dass Leute mit Inhalten, die von Künstlern und Künstlerinnen geschaffen wurden, Geld verdienen und die Künstler nichts davon erhalten. Das ist im Prinzip, da haben wir glaube ich sogar Konsens. Genau, ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Dialogangebot tatsächlich auch dann funktionieren würde. Ja? Bis jetzt ist es nicht so gewesen, dass das wirklich stattgefunden hat. Letzte Frage. Also es gibt Beispiele aus der Schweiz von Crowdfunding, so bis zu 15.000, 20.000 Franken ist man auch schon gekommen. Wahrscheinlich die Frage nach der Größe des Wirtschaftsraums ist wahrscheinlich dann genau die richtige, halt, leider für uns Schweizer Künstler. Und ich habe es auch schon damals viel gesagt und die Einladung an Herrn von Gund und uns Musiker, die wir alle noch nicht, oder nicht viele von uns noch nicht so viele über diese neuen Technologien und die Chancen wissen, das wird kommen, also wir reden schon darüber und wir lassen uns gerne informieren, weil wir sind nicht gegen das Internet. Super. Das muss man auch sagen. Ich freue mich schon. Sehr gut, dann haben wir es doch noch geschafft, einen gewissen harmonischen Abschluss für diesen ersten Teil.